Herzlich willkommen bei Projekt Bitte versus Riel. Heute aus einem ganz anderen Studio hier. Und wir kümmern uns um die bakterielle Tonsillitis, also die Mandelentzündung. Gucken wir uns das Ganze einmal an. Heute haben wir eine Co-Moderation, die werden wir auch zukünftig haben. Dabei, das ist Ava. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön hier zu sein. Und ich bin gespannt, wie das bei den Zuschauern so ankommen wird. Ja, genau, das hoffe ich dementsprechend auch. Und ja, wie ich schon sagte, heute gucken wir uns dementsprechend die Mandelentzündung an. Wir haben hier Andrea Schneider mit dem entsprechenden Syndrom. Aber möchtest du die einmal kurz mal erläutern? Ja, das ist Fieber, rote geschwollene Mandeln, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, produktiver Husten, eitrige Mandeln. Habe ich was vergessen? Ja, vielen Dank, Ava. So, ja, dann kommen wir im Endeffekt, dabei, das stimmt tatsächlich auch mit dem Spielen überein. Wir können uns das einmal ganz kurz auf Bildschirm anschauen, wie das so aussehen kann. Und ja, so sieht das im Endeffekt dann auch aus. Ein bisschen schlimmere Formen, Bilder bei netdoktor.de. Den Link packe ich auch nochmal unter dem Video. Genau, da fällt mir das Wort Video wieder nicht ein. Ja, dann schaut es denn so aus mit den Behandlungen. Im Spiel wird Antibiotika und Analgetika und Antipyretika verschrieben, oder beziehungsweise das wäre die Behandlung. Ja, vergleich mal einmal hier in diesem Fall, das werde ich dann machen, wenn es genehm ist, und dementsprechend wäre dann aber auch hier Schmerztabletten, gegebenenfalls Antibiotika, im schlimmsten Fall dann Operationen. Was aber fehlt im Spiel, sind tatsächlich im Endeffekt die Hausmittel. Halswickeln, Gurken, Lutschpastillen und so weiter. Also das ist das, was so ein bisschen fehlt, so vielleicht noch ein bisschen Eis oder sowas am Hals oder so, damit sich die Entzündung hemmt. Das fehlt so ein bisschen im Spiel. Aber hattest du denn schon irgendwann mal eine Mandelentzündung? Nein, ich hatte noch keine Mandelentzündung. Ich habe auch keine. Ja, und warum, wieso? Du hast mir auch keine gegeben. Ah, okay. Ja, das verstehe ich. Aber hey, du hast eine Zunge, die ich ein bisschen weiter nach unten schieben musste, damit das nicht so komisch beim Reden aussieht. Aber das passt schon. So, dann möchte ich mich schon mal ganz kurz mal entschuldigen für zwischendurch mal diesen Tonknacker und so. Da versuche ich noch herauszufinden, woran das eventuell liegt. Ja, mal gucken. Es kann auch sein, dass es hier ein bisschen ranschraubt mit dem Mikro. Das habe ich jetzt mal so festgemacht, dass es eigentlich auch beim Bewegen passieren dürfte. Im Endeffekt dieser Knackser zwischendurch mal was, also nicht Knackser, sondern dieses komische Rauschen da. Das hört ihr ja selbst. Zum Glück mit Teilen nur ganz kurz. Ja. Ich glaube, wir haben im Endeffekt zusammen das alles soweit, bis auf die Hausmittel, soweit mit dem Spiel und Realität übereinstimmt. Wir haben aber noch eine Interviewpartnerin live zugeschaltet aus dem Krankenhaus. Und da werden wir jetzt auch live hinschalten. Und herzlich willkommen, Frau Dr. Alles Besser Wisserin.
Wie schaut es denn aus? Haben Sie denn jemals schon mal das Spiel gespielt? Wollten Sie oder haben Sie sich mal reingefuchst? Auf die Interviewanfrage gehe ich mal davon aus, dass Sie sich das mal angeguckt haben. Wie schaut es denn aus? Was können Sie dazu sagen? Vielen Dank. Ich habe das Spiel in meiner Freizeit auch mal angeschaut und es ist sehr realistisch aufgebaut. Die Krankheiten sind realistisch, sicher fehlt da auch mal was, so wie heute mit den Hausmitteln. Ich rate immer erstmal zu den Hausmitteln zu greifen, aber trotzdem sollte man mal bei seinem Hausarzt vorbeischauen. Die Entwickler haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. So, ich muss weg, ein Notfall. Danke für diese Ausführung. Hat wenig Zeit, war schwer, ein Interview zu bekommen. Man hat dementsprechend gesehen, was hier los. Und ja, musste auch schon wieder weg. Aber vielen Dank auf jeden Fall für das Interview. Ja, hast du denn noch was zu sagen? Aber habe ich was vergessen? Nein, ich bin zufrieden mit deinem fachlichen Wissen. Ja, das ist schön, dass es soweit passt. Aber ich bin ja auch dein Chef und klar, dass du es sagen musst. So, dann, ja, wollen wir mal schauen beim nächsten Mal, was wir da machen. Die zukünftigen Videos werden sicherlich auch immer etwas länger dauern, weil die in dieser Art halt produziert werden. Und aus dem Studio und dementsprechend kann das jetzt zukünftig immer ein bisschen länger dauern. Werden sicherlich auch normale Videos kommen, aber ich versuche das entsprechend so zu machen. Mit dem Sound, da müssen wir auch noch mal schauen. Eventuell, ich habe jetzt gerade kurz was geändert an dem Megahertzzahl von dem Sender, weil das per Funk hier ist. Das könnte auch sein, dass es daran liegt, weil mein Mikrofon nicht mehr an T-Shirt ist. Mal gucken, ob dich das jetzt bessert, gerade jetzt, wenn wir jetzt hier reden. Ja, dann hoffe ich mal, euch hat das soweit gefallen. Wie schaut's aus? Aber du hast ja nicht viel geredet, hast ja auch nicht reden. Bist ja noch Praktikant. Mal gucken, ob du das nächste Mal dann dabei bist. Schauen wir mal, wie du ankommst. Schauen wir mal, wie ich ankomme. Vielleicht bin ich ja dann das nächste Mal auch arbeitslos. Und du machst dann den ganzen Hauptjob hier. Aber mal schauen. So, ja, was hast du denn noch da noch was zu sagen? Hast ja nicht so viel geredet. Ich hoffe auch, das Video gefällt euch und dass wir das zukünftig so machen werden. Das war heute sehr gut. Ich werde dann bestimmt auch mehr reden und ich denke, dass ich das nächste Mal auch dabei sein werde. Ja, wie schon sagte, ich hoffe natürlich auch, dass das entsprechend euch gefällt. Mal gucken, ob du dann, wie schon gesagt, nächstes Mal dabei bist. Mal schauen. So, ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich entschuldige mich nochmal eventuell für den Sound, der da noch ein bisschen knatter drüber gekommen. Aber irgendwie passiert das immer wieder. Deshalb habe ich, das ist bereits schon die dritte, glaube ich, die dritte Aufnahme dafür, was den Sound angeht. So, ja, dann hoffe ich auf das nächste Mal und ich wünsche euch was und bis dann. Tschüss, tschüss.